Vom 5. bis 7. November 2021 findet auf dem Informmessegelände in Oberwart die 14. Genussmesse und zum dritten Mal auch die Feuerwehrmesse statt. Rund 160 Aussteller bieten hier ihre großteils regionalen Produkte an. Die Feuerwehrmesse glänzt auch heuer wieder mit verschiedenen Vorstellungen zur Brandbekämpfung. Ebenso gibt es gute Tipps zur Vorsorge und rund um einen möglichen Blackout. Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Das ist ein Zitat von Winston Churchill. Ein Zitat, das zu dieser Eröffnung der 14. Genuss Burgenland der Messe für Feinschmecker eigentlich perfekt passt. Heuer präsentieren sich laut Markus Duider 150 Aussteller aus 7 Nationen, die ihre Lebensmittel, ihre Genussmittel zeigen, präsentieren. Auf die können wir uns alle freuen. Neben dieser Genussmesse findet nämlich auch die dritte Feuerwehrmesse statt, die wir auch gleichzeitig hier eröffnen dürfen. Was 2017 fulminant gestartet ist, hat sich zu einem Erfolgsformat entwickelt. Geschätzte Ehrengäste, werte Aussteller, liebe Besucherinnen und Besucher, als Vertreter der größten freiwilligen Nächstenhilfeorganisation im Burgenland heiße ich Sie hier bei der Messeeröffnung in Oberwart herzlich willkommen. Der Burgenländische Landesfeuerverband zählt aktuell 310 freiwillige Feuerwehren und 6 freiwillige Betriebsfeuerwehren und hat 17.391 freiwillige Feuerwehrmitglieder, davon für die Frauen unter uns interessant 1.724 sind weibliche Feuerwehrmitglieder. Durch eiserne Disziplin und großem Verständnis aller Feuerwehrmitglieder hat es in den letzten 20 Monaten der Covid-Pandemie keinen einzigen Einsatzausfall einer Feuerwehr gegeben. Heute, der Herr Vizebürgermeister hat es angeschnitten, eröffnen wir gemeinsam die dritte Feuerwehrmesse. Alle Vorzeichen lassen neuerlich einen vollen Erfolg erwarten. Bei einem Rundgang wird einem auch ganz schnell bewusst und klar, dass Feuerwehr auch ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor ist. Ich komme abschließend als Landesfeuerwehrkommandant von Burgenland der ehrenvolle Aufgabe gerne nach und eröffne hiermit offiziell die dritte Feuerwehrmesse hier in Oberwart. Ich darf allen Interessierten hier in Oberwart erfolgreiche Tage wünschen. Bleiben wir gemeinsam gesund, gut wehr. Es sind viele neue Direktvermarkterläden in Burgenland entstanden, in kleinen Ortschaften, wo es schon lange kein Kreisel mehr gibt. Und erstens bin ich den Bauern dankbar, aber Ihnen auch als Konsumentinnen und Konsumenten, wenn Sie regionale Lebensmittel kaufen, dann hat eine kleinstrukturierte Landwirtschaft eine Chance. Und vor allem Sie bekommen die Gewissheit, dass Sie hier kontrollierte und garantierte Produkte haben. Und immer mehr Menschen sagen, sie wollen nicht anonyme No-Name-Produkte von irgendwo kaufen, sondern eben sie haben ein Vertrauen zur Bäuerin und zum Bauern und kaufen in einem Bauernladen, in einem Shop oder eben bei derartigen lokalen Produzenten. Wir bemühen uns seit langem, diesen Gedanken der Regionalität zu transportieren. Das ist in Wahrheit der Geisteshaltung. Gehe auch zum regionalen Bäcker oder zu einem regionalen Unternehmer, zu einem Baumeister regional und eben regionale Lebensmittel. Das ist meiner Meinung nach die Grundbotschaft dieser Genussmesse und ich bin sehr dankbar, dass dieser Trend stark aufgegriffen wird. Weil das eine Geisteshaltung und bringt eine Wertschöpfung in der Region und sichert in Wahrheit auch damit Arbeitsplätze. Ich wünsche Ihnen sehr viel Freude, bleiben Sie gesund und vergnügliche Stunden hier auf der Genussmesse. Alles Gute. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, werter Herr Präsident, Herr Nationalratsabgeordneter, Herr Vizebürgermeister,
vor allem auch werte Organisatorinnen und Organisatoren, lieber Markus Duida, mit deinem gesamten Team. Es ist immer beeindruckend, was ihr hier in der Messehalle in Oberwart auf die Beine stellt. Und gerade auch die Genussmesse mitsamt der Feuerwehrmesse seit einigen Jahren ist etwas, das im Burgenland nicht mehr wegzudenken ist. Die Genussmesse braucht man, glaube ich, niemandem mehr schmackhaft zu machen. Man braucht sich nur umzusehen und sieht, dass jetzt schon sehr viel Andrang ist. Und in den letzten Jahren waren es in etwa 8000 Besucherinnen und Besucher über ein solches Wochenende, die diese Genussmesse besucht haben. Das heißt, man sieht auch, dass diese Akzeptanz auch der Bevölkerung absolut gegeben ist und dass das Burgenland ein absolutes Genussland ist. Ich darf natürlich auch der Feuerwehrmesse, die ja zeitgleich stattfindet und mittlerweile auch schon einen festen Platz hier gemeinsam mit der Genussmesse hat, natürlich einen erfolgreichen Verlauf über das Wochenende wünschen, morgen mit dem großen Tag der Feuerwehr. Danke, dass das auch so gut geplant wird. Das ergänzt sich dann natürlich auch perfekt mit den Gästen und mit den Delegierten, die seitens der Feuerwehr kommen, die sich dann natürlich auch bei der Genussmesse ein Bild machen können, entsprechend hier konsumieren können. Die Feuerwehren sind für mich das Sinnbild des Ehrenamtes und der Freiwilligkeit im Burgenland. Etwas, das uns die letzten 100 Jahre auch, wir haben es ja auch schon vom Präsidenten gehört, wir haben heuer auch unser 100-jähriges Landesjubiläum, ganz besonders auszeichnet. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, natürlich auch gemeinsam mit der Feuerwehrmesse und darf die Genussmesse 2021, die 14. Genussmesse, ganz offiziell auch für eröffnet erklären. Herzlichen Dank und viel Vergnügen. Das hier ist ein Interieur vom sibirischen Stör. Ja. Einem Jahr und drei Monate.
und haben beim letzten Test sogar einen Hund eingesetzt. Jetzt! Die Box hat unten unter dem Bett Platz und das ist ein Normstammbett aus den Kliniken. Und hier eben bei der anderen Box, wo man den Monitor dann direkt noch mitnehmen kann. Der Unterschied. Und das ist dieser Radrader. Okay. Also ist nicht viel dabei, das ist nur der Tank, Steckdosen und zum Starten. Was würdest du empfehlen, da für die normale Hausgebrauch? So wie das Grüne oder wie das Rote ist? So wie Grüne, die Rote. Was müssen die Leute beachten? Wichtig ist zum Beachten, was für Heizung habe ich, was möchte ich betreiben. Das ist voll ganz wichtig. Es gibt jetzt zwei unterschiedliche Orte. Es gibt zum Beispiel, wie es rot ist, das ist nur einphasig, also einphasig praktisch. Das heißt, die hängen alle drei Phasen zusammen und habe im ganzen Haus meinen Strom immer noch gleich. Weil ich Drehstromverbrauch habe, das ist ein bisschen schwierig. Da gibt es eine eigene Variante wie diesen, das ist ein bisschen kostenaufwendiger, sage ich mal. Ich kann zwischen Tiefstrom und Drehstrom unterscheiden, also umschalten praktisch. Zum Beispiel, wenn ich irgendeine Brunnenpumpe habe oder ich will jetzt mit Kurzstein mit der Kreissäge, kann ich das mit dem praktisch weitermachen. Starten via Batterie, via Auto. Wenn ich die Batterie lassen sollte, kann ich genauso ein Rotgerät zubehängen. Ist im Endeffekt wie ein Auto, kann man sagen, von der Wartung her. Wie sind die Preise ungefähr? Preislich ist das mit dem Starkstrom, die Sondervariante, bei 2.700 und das Rot ist bei 2.000.